Herzlich willkommen bei unserem ersten Thema. Es geht ums Krallenschneiden. Krallenschneiden bei unseren lieben Haustieren. Vor allem, wir werden das Thema Kaninchen heute per Video euch näher bringen. Dabei gibt es einige Sachen natürlich zu beachten, was man sicherlich auch schon 200.000 Mal gelesen hat im Netz oder auch gehört hat oder auch gesehen hat bei YouTube von mir aus. Nur viel gehe ich mal ein bisschen von meiner Warte aus. Ich habe mir das damals auch angeguckt und wo wir das erste Mal die Krallen von unseren Kaninchen geschnitten hatten, war es doch ein bisschen komisches Gefühl. Man fühlte sich nicht sicher. Oder viele wissen es auch nicht, dass in diesen Krallen Blutgefäße sind. So, diese Blutgefäße fangen dann irgendwann an und die kann man bei hellen Krallen sehr gut sehen, indem es halt rot durchschimmert. Aber nicht alle Krallen sind hell, sondern auch dunkel und da sieht man es nicht. Jetzt muss man natürlich genau wissen, wo schneide ich oder wie schneide ich überhaupt die Krallen. Das ist das Thema. Und darüber möchte ich mit euch hier dieses kleine Video machen, dass ihr vielleicht nicht mit dieser, na, wie soll ich sagen, dieser totalen, vielleicht auch Angst irgendwo daran geht, weil das präsentiert ihr natürlich dem Kaninchen auch und das kriegt dann auch ein bisschen Panik. Wir werden es dann auch zu zweit machen, dass einer das Kaninchen festhält, unseren Puschel oder unsere Tessa, um das Ganze auch dem Tier so ein bisschen die Ruhe zu geben. Weil es ist natürlich nichts Natürliches für die Tiere. In der Natur würden sie sich das selber abschaben, durch viel Laufen und so weiter und so fort. Bei unserem Hund ist es ja auch so. Wenn sie älter werden, die Hunde zum Beispiel, muss man auch die Krallen schneiden, weil sie dann einfach auch nicht mehr so mobil sind. Und da muss man schon wissen, irgendwo, wie mache ich es am besten? Und welchen Trick gibt es dabei? Gibt es überhaupt einen Trick dabei? Oder muss ich irgendwo, weiß ich nicht, was ganz Besonderes, können man eine Gabe haben? Ich sage nein, man muss nur wissen, was man da tut. Das möchte ich euch weiterbringen oder näher bringen und hoffe, dass dieses erste Video, dieses Premiere-Video wirklich was Gutes wird. Habt Spaß daran und wenn ihr Kritik natürlich habt zum Schluss, immer ran damit, kein Thema, ich will mich auch verbessern, wir wollen uns verbessern, wir wollen euch nur etwas beibringen, versuchen euch etwas beizubringen und hoffen, dass es auch wirklich genauso bei euch gut funktioniert wie bei uns auch. Ich danke euch erstmal für die Einführung. Nun, let's go! Als erstes möchte ich euch erstmal von unserem lieben Henry hier die Foto zeigen, bei einem Hund, das spielt jetzt keine Rolle. Was hier zu beachten ist, ist genau das Schöne, was er macht. Er legt die Pfötchen hier wunderbar mir gerade auf. Und man sieht die Krallen vielleicht hier, enden sie hier oberhalb meiner Hand. So, im Prinzip, das ist eigentlich auch schon der halbe Trick irgendwo in der ganzen Geschichte beim Schneiden. Die Krallen sind also im Prinzip hier, Handfläche, wenn ihr sie gerade habt, enden hier. So, sie enden sozusagen, dass sie euch hier so ganz leicht berühren. Und darauf ist es auch in erster Linie zu beachten bei Kaninchen. Wenn die Krallen länger sind, schneiden wir sie im Prinzip auf die Länge, wenn ihr eure Hand entsprechend hier gerade habt, dass ihr diese dort dann einfach kappt. Mehr ist es in erster Linie nicht. Das zeigen wir euch natürlich nachher auch noch, versuchen was noch ein bisschen detailliert darüber zu bringen, mal den Häschen auch wirklich zu zeigen. Na Henry, das hast du fein gemacht, mein Schatz. Und die Natur sagt ja selber im Prinzip, wenn die Tiere da laufen, dann wollen sie sich ja nicht verletzen. Das heißt, ihr braucht doch gar keine große Angst haben, was das Thema angeht, dass ihr die Blutgefäße trefft. Wie gesagt, denkt immer dran, die Hand, gerade hier, enden dann auch die Krallen drauf. Schon braucht ihr gar keine Angst haben. Die Blutgefäße fangen viel weiter oben an. Nur wenn man natürlich dann mit dem Werkzeug falsch rangeht und schneidet weiter oben ab, weil man sich sonst wie, weiß ich nicht, denkt irgendwo, man findet die Linie nicht, dann kann schnell Verletzung passieren und dann blutet das wohl auch richtig fies. Das muss also nicht sein und ist auch nicht gerade angenehm für das Tierchen. Aus dem Grunde, erste Haltung, immer dran denken, gerade Ebene, die Krallen hören hier auch dann auf. So, zu den Werkzeugen. Ja, da gibt es natürlich die wunderbaren Scheren dafür. Dafür habe ich zwei jetzt hier als Möglichkeiten. Die eine ist unser Favorit, warum werdet ihr gleich ganz schnell wieder feststellen können. Ist nämlich genau das, was ich gerade erklärt habe mit der Pfote und der Lauffläche und der geraden Fläche. Und das andere ist eine Schere, die kann man natürlich auch nehmen, wenn man weiß, wo man dann zu schneiden hat und auch was man sich zu halten hat. Fangen wir jetzt erstmal an mit Schere Nummer 1. Immer wieder gern gekauft, sicherlich, ist diese Schere. Eine schöne Krallenschere und
kann man auch wirklich nehmen, funktioniert wunderbar, gerade nehmen, zack und weg ist sie. Aber was das Problem an dieser Schere ist, man hat nicht wirklich die Linie. Diese Linie, diese verlängerte Linie zu dem Fuß nach hinten, hat mehr diese Schere, die wir favorisieren, weil man fängt an, wenn die Pfote hier ist und hier vorne sind die Krallen, man legt hier entsprechend an. Man kann das wunderbar sehen, man kann das hier greifen. Hier ist das Loch, geht dann entsprechend durch und schnapp. Man kann also genau unter dem Fuß lang gehen und hat genau die Länge und schnapp. Das ist sehr vorteilhaft, diese Schere. Die finde ich wirklich spitzenmäßig. Man sieht es dann hier und funktioniert wirklich einwandfrei. Wie gesagt, bei der Schere ist das Problem, dass man bei dieser Linie nicht so wunderbar, es geht zwar auch, aber nicht so toll, finde ich, weil man beide Seiten auch zusammengreift. Und dann kann es passieren, dass man ganz schnell auch mal hier so macht. Und das ist halt irgendwo so eine Sache, die finde ich bei der richtig cool, weil man hier die Linie hat. Und wenn man hier schon den Druckpunkt einfach ansetzen kann, das ist richtig schön angenehm. Wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Denkt immer an eine Sache, dass euer Fuß, der Fuß, die Krallen sind jetzt zu lang. Die Linie halt nehmen. Ich muss das jetzt mal andersrum machen, das ist echt ungewohnt. Diese Linie halt annehmen und hier unten den Überstand abschneiden. Hier unten die. Mehr ist es nicht. So, nun kommen wir in die Praxis. Wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal an mit unserer Lieblingsschere, die wir ja ganz gut finden. Jetzt haben wir unsere kleine Tessa hier, die sich hier als Opfer hier dargeboten hat. Jetzt gehen wir an die Krallen ran. Hier kann man zwar bei ihr schön sehen, dass es auch rot ist da. Da wollen wir also nicht reinschneiden. Aber wie gesagt, wir gehen ja auf die Linie der Pfote. Ihr haltet jetzt also hier entsprechend hier hinten an die Pfote an, vorne ein bisschen Druck drauf und zack. So, wie gesagt, hier drauf achten auch, wie gesagt, dass man wirklich, wenn ihr das Rote seht, hier sind die jetzt schon relativ kurz, das heißt, braucht euch keine Gedanken machen, zack und weg. Super. Einfach nur die Spitzen jetzt hier weg. Bei Tessa sind es echt nur die Spitzen. So, Linie halten. Und zack, tut sie auch nichts weh. Hier auch die Linie halten. Zack, ne, mein Schatz. Tessa hat hier unten zum Beispiel die schwarzen. Und da kann man es jetzt wirklich nicht sehen. Jetzt haben wir bei ihr natürlich erst geschnitten. Jetzt kann man höchstens kontrollieren. Das heißt, hier sind sie auch noch wirklich super. Hier brauche ich nicht schneiden. Jetzt will ich ja auch nicht schneiden. Wenn sie aber richtig lang sind. Und wie gesagt, hier unten könnt ihr es richtig schön sehen, dass man die Schere gerade anlegt. Und dann würde jetzt hier, ihr seht, ihr könnt gar nicht schneiden. Da ist nichts. Damit es eine Linie ergibt. Das ist wichtig. Ne? Auch hier nimmt die Pfote komplett. Man macht die, streckt die ein bisschen. Und dann würde man das hier wunderbar, sieht man das schlecht, hier einfach hochziehen. Wie gesagt, die sind kurz. Das Problem an der Schere, hatte ich euch ja gesagt, ist, dass ihr jetzt so hier überhaupt keine richtige Kontrolle habt. Das ist also ganz schnell, da kann es passieren, dass ihr natürlich reingeht, weil man hat natürlich hier die Möglichkeiten, das so zu managen, dass man auch nach da kippt. Keine gute Geschichte. Wie gesagt, hier überall, das ist wirklich was dann für Leute, wenn sie genau wissen oder wenn man genau sieht, wo es fangen die Blutgefäße an, dann kann man mit dieser Schere sicherlich was machen. Ansonsten doch lieber diese Schere nehmen mit der geraden Führung, wo ihr nur anlegen müsst hinten und dann einfach nur zack machen müsst. Ja, das war der Praxisversuch. Ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen sehen. Hier kann ich es euch dann nochmal kurz zeigen. Hier auch gerade, man sieht es hier natürlich bei ihr auch schön, schön gerade angehalten. Hinten an den Ellbogen und zack. Und schon ist gut, ne, Schatzi? Wenn sie sich ein bisschen dran gewöhnen, die Häschen, dann sind sie dann auch ganz ruhig und entspannt. Sie ist jetzt auch richtig entspannt, das ist wichtig. Wie gesagt, eine kleine Vertrauensperson dabei zu haben, das ist eine tolle Geschichte. Ich hoffe, das konnte man einigermaßen sehen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr hinterher fragen. So, wir hoffen, es hat euch soweit gefallen, ihr habt es da auch praktisch jetzt irgendwo sehen können, auf was es ankommt, wie es funktioniert. Funktioniert natürlich auch unter anderem bei Hunden, kein Thema. Nur bei Hunden, gerade bei größeren Hunden, ihr habt ja unseren Golden Retriever gesehen, die haben natürlich harte Krallen. Da muss man schon eine gute Schere natürlich haben, definitiv auch Kraft.
Und da ist es halt noch wichtiger, genau diese Linie dann entsprechend einzuhalten. Das ist dann schon ein bisschen, da muss man schon genauer wissen. Gut, die Erfahrung macht es auch, dann kann man natürlich auch mit dieser schönen Krallenschere, wie gesagt, das wunderbar machen. Dann weiß man ja auch, wo man zu gucken hat, nur am Anfang, wie gesagt, versucht euch wirklich dran zu halten, an diese Linie, dass ihr diese einhaltet, dass ihr sagt, okay, da Fuß, hier Kralle durch, wupp, weg, alles super. Das ist schon mal der erste Schritt. Ich kann es immer wieder nur sagen, ganz, ganz wichtig, dann sollte auch nichts passieren. Ihr könnt natürlich keine Gewähr dafür übernehmen, was ihr jetzt genau macht, aber wenn ihr euch dran haltet, denke ich mal, wird nichts passieren. Habt ihr noch irgendwelche Zweifel oder wollt ihr es doch nicht selber alleine machen? Kein Problem, bevor ihr an dem Tier experimentiert, geht zum Tierarzt, der zeigt euch das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist sowieso klasse, wenn ihr das macht. Wie gesagt, wir haben es uns auch zeigen lassen damals und haben daraus nochmal geguckt, ehrlich gesagt, mit durch Videos und so weiter, wie machen das andere. Aber wir haben es uns halt damals auch zeigen lassen. Gerade bei unserem Hund war es damals so. Und dann haben wir das halt irgendwo für uns rausgefunden und haben gesagt, Mensch, eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, wenn man nur weiß wie. Und das wollten wir euch jetzt einfach rüberbringen. Wir hoffen, wir konnten es gut rüberbringen. Wie gesagt, toi toi toi. Tut euren Tierchen was Gutes, tut euch was Gutes. Dass ihr gesunde und quicklebendige Tierchen habt, die auch gerne laufen und nicht Schmerzen haben, weil die Krallen zu lang sind. Wunderbare Geschichte. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Here we go. Macht's gut und ciao. Wenn ihr mehr von uns wissen wollt, wo wir uns so rumtreiben und so weiter, findet ihr uns bei Facebook unter der Gruppe Haustiergeschichten. Das ist unsere eigene Gruppe, die echt eine sehr gemütliche Gruppe ist. Macht Spaß dort mit den Jungs und Mädels, auf jeden Fall, tippitoppi. Oder unter der Gruppe Haustiergruppe in Göttingen. Da findet ihr uns auch, die haben wir relativ frisch aufgemacht, um hier in Göttingen selbst ein bisschen auch die Leute, man lernt ja immer schnell auch Leute in seiner Umgebung kennen, so ein bisschen um diese Bereiche hier mal so ein bisschen zu diskutieren. Was geht hier ab irgendwo, wie hundefreundlich oder tierfreundlich ist man hier und so weiter und so fort. Das ist halt immer ganz schön. Und da wollten wir unsere Haustiergeschichten nicht voll, ja, mit Themen voll machen, sage ich mal, wo doch andere, die vielleicht, da ich mal in Bayern irgendwo wohnen, nichts mit Göttingen in dem Moment, ja, das interessiert mich doch nicht, was da in Göttingen los ist. Aus dem Grunde haben wir auch diese Gruppe gegründet. Wir freuen uns natürlich für jeden, der Spaß hat, mit uns zusammen zu diskutieren und Themen zu bearbeiten, Positives wie Negatives, alles möglich, kein Problem. Herzlich willkommen, macht's gut.